Ich kam nüchtern auf die Welt, mit 3 mein erstes Mal bestellt, mit 5 den Schnappschrank aufgekriegt, doch das Zeugs, das schmeckte nicht. So mit etwa 10 ein Drittel entdeckte ich dann Bier als Mittel, mir einen schnellen Spaß zu machen, endete mit Brockenlachen. Vater hatte es verboten, Onkel mir was angeboten, Vater nahm es mit Humor, kam's ne Weile nicht mehr vor. Mit 15 wurde ich konfirmiert, brav pariert und abkassiert, trug nen Anzug und nen Schlips, und sie gönnten mir den Schwips. Heute muss ich die Folgen tragen, heute kann ich dir nur sagen, besser das zu lassen, nur man wird auch was verpassen. Der Bub könnte gesünder sein, kam in den Turn- und Sportverein, samstags halbstark amüsieren, sonntags beim Turnier verlieren, mit anderen flaumbärtigen Lumpen Stiefel um die Wette pumpen, Elend ins Vereinsklo spucken, Maul abwischen, weiter schlucken. Kurze Zeit nach dieser Zeit machte sich die Sitte breit, mit Hilfe dicker Downjacken im Supermarkt was einzupacken. So hatte man noch Geld zum Leben und konnte trotzdem Partys geben. Nie wieder fand ich die Ekstase meiner Behrensen-Apfelphase. Heute muss ich die Folgen tragen, heute kann ich dir nur sagen, besser das zu lassen, nur man wird auch was verpassen. Schule, das ging auch vorbei, fressen, ficken, sorgenfrei, Zimmer noch zu Haus, besoffen hielt man's aus. Dann von Papas Geld studiert, zur Selbstbelohnung terminiert. Nach dem absolvierten Abschluss, dann der absolute Abschuss. Eines wurde mir dabei klar, dass ich zu weit zum Schuften war. Ich wollte nix verkaufen, ich wollte lieber saufen. Ich hasse es, mich anzupassen und mich anbrüllen zu lassen. Dafür schlaf ich gern mal länger, das Bequemste war dann Sänger. Heute muss ich die Folgen tragen, heute kann ich dir nur sagen, besser das zu lassen, nur man wird auch was verpassen. Besser das zu lassen, nur man wird auch was verpassen.